Hallo und herzlich willkommen hier, das Wasserfall hier in Thüringen, Version 3.1. Ich werde jetzt hier weiter ein bisschen Holz machen, nicht viel, so dass der Anhänger voll ist, damit wir am Ende genug Paletten haben. Bretter mal, ne? Erstmal Bretter und dann, dass wir mehr Paletten herstellen können. Und ich brauche die ja für die Produktion, ne? Denke ich mal. War für Fleisch. Da wollte ich mal die Rinder hinbringen. Und ja, wahrscheinlich welche Paletten brauchen. Ich weiß das nicht so genau, aber ich gehe davon aus. Lass mich da beraten. So, wir machen die Länge ein bisschen verlängern auf. Speichern wollte ich nicht, aber macht er ja einfach so, ne? 11 Meter. Ja, die Bäume sollten ja mal nicht. Das kleine Stückchen wollte ich vermeiden, ne? Also dieses Stück von Meter oder so, oder zwei. Können wir nicht gebrauchen, ne? Noch ein Gewicht drin. Wie gesagt, ich hatte viele Fahrzeuge auf dem Feld gefahren. Und dann kam das nicht so schnell, dass ich bei einigen Fahrzeugen nicht mehr geschafft habe, irgendwo hinzufahren. Weil wir mussten ja im Prinzip da, wo es die Wiese ist, weggeschafft werden. Hätte ich mir aussparen können, weil die Wiese war ja alles, ist ja tiefer als die Umgebung. Und da ist im Prinzip egal gewesen. Blöder wird es gewesen sein, wenn das Gelände denn tiefer, höher gelegt worden wäre. Ja, tiefer. Da habe ich dann da wo der Kuhstall war, wäre es tiefer gewesen. Aber das glaube ich wäre auch gegangen. Ja. Unserem Umzug hat gut geklappt. Was ich nicht mehr machen konnte, war, dass die Lase zu BGA fahren und die Parkmänner verrechnet für 4 Millionen Liter, die hatte ich. Das war ja dann eine Zeit um 38, das werden wir in diesem Jahr auch noch machen. Und das Feld 60 haben wir auch noch Mais, dafür dann die andere Silo entsprechend voll fahren. Das Silo am Hof bei der BGH machen wir das Pferdegras rein. Das ist schön gewachsen. Das habe ich in der letzten Folge mit uns angekauft. Das sieht gut aus. Das muss nur reif werden. Ne? Also man sieht, dass entsprechend auch das Schneidwerk erschneiden kann. Oder ob wir da das spezielle kaufen müssen. Weil ich wollte den Häcksler schneiden und dann gleich so wie Mais befördern. Da wollte ich zwei fahren lassen im Verband. Und mit vier Fahrzeugen abfahren. Und ich wollte einfach mal nebenbei in der Mähfahrer. Wir sind vorhin schon mal gefahren. Oder hat er verkauft? Kann auch sein. Nicht gesehen. Bei Milch produzieren wir ganz gut, ne? Also reichlich. Ja, heute geht es mit Pump bei der Geschwindigkeit, weil so viel Arbeit ist ja auch gar nicht, dass wir Holz machen können. Was mir gerade so einfällt, um mal gucken, ob der andere Stahl Futter braucht. Der erste nicht. Der 30er auch nicht. Wasser, na gut, dann müssen wir morgen machen, ne? Hier haben wir wieder einige Tiere bei. Die männlichen Tiere wollte ich ja eigentlich in einen anderen Stall bringen.
war einer bei. Oder wenn man so guckt, da kann auch sein, ne? Das sind alles Nachwuchstiere. Weibchen, und die wollte ich eigentlich behalten. Ja, also, die kommen nicht zum Schlachthof. Da war einer dabei. Da. Die wollte ich eigentlich in einer Stall fahren, irgendwann. Wenn es mehrere Tiere sind, ne? Also mit zwei oder so. Die haben noch Futter genug, das ist heute nicht so dramatisch. Und das Wasser, das reicht auch noch heute. Muss ich mir halt morgen noch kümmern. Mist klappt. Ja, der andere fährt, aber kein Mist, kein Milch. Dann muss ich bei der nächsten Folge gucken. Wieso das nicht klappt? Ja, mit dem Grundfall. Hat ja dann letztes Mal auch so geklappt. Ich will das zeigen, letztes Mal ist gut. Schon aber leer. Also, den Fall ja wohl nicht mehr, ne? Anzeigen? Ne, ich bin ja noch nicht rein. Ich habe nämlich hier 100.000 Bits gemacht. Könnt ihr nämlich gleich mal noch einen Test machen. Im anderen Modus. Aber das kann ich auch nächste Woche machen. Also, die Wochenende auch in Ruhe. Testen sollte man nicht machen, wenn es die Aufnahme geht, ne? Was ich noch sehen wollte, ob wir dort mit dem Holz und Segel rein können, ne? Das war schon wichtig. Müssen wir sehen. Der hat eigentlich eine Gabel drauf, ne? Für Paletten, ne? Für die. Und Unkrautbekämpfungsfahrzeug. Was der zum See rechts kommt. Vielleicht kaufe ich da auch einen kleinen Auto-Anhänger. Für Bretter. Haben wir ja, ne? Könnte auch normalerweise auf der Hand aufladen. Aber das wäre ja übertrieben, ne? So. Wir könnten auch das Holz als Hackschnitzel fahren. Aber das wäre ja ein bisschen Quatsch, ne? Weil wir wollen ein Bretter gewinnen und keine Presspappe, ne? Aber das Sägewerk nimmt das auch an. Liegt wohl an Giants, von der Einstellung her. Warum das so ist, keine Ahnung. Das ist so. So. Ja, das passt genau. Weil der ist fürs Rangieren im Sägewerk besser geeignet, ne? Transport wäre sicherlich andere angenehmer. Muss man nicht so oft fahren, ne? Aber gut. Eigentlich wollte ich sowas nicht mehr machen. Also im Verkauf in dem Fall nicht. Ist auch nicht mehr nötig, ne? Das wollte ich gerade nicht vermeiden. Mal vor ausschalten, ne? Zur Not halt wieder abladen. Sollte kein Problem sein. So. Zack, zack. Na gut, man könnte auch mit dem Radlader aufladen, ne? Aber ja, das habe ich gemacht von ganz am Anfang, ne? Wo noch kein Auto da war. Aber ich sag mal so, ich bin hier allein unterwegs und ich möchte ein bisschen was schaffen. Und da ist die Option mit Autoload das Beste.
Zumal auch das mit der, ja, mit der Spielphysik nicht ganz so hinhaut, wie sein könnte, ne? So, mal kurz abladen, damit wir das besser gepackt kriegen, ne? Also die drei da oben oder die vier. Ja, der letzte. Ja. Wir müssen nach vorne anpacken, das ist bei den langen Dinger. Ist da ungünstig, ne? Komma. B. Komma. Y. Mit Abladen. Die hinteren müssen auch mit vorne dazu sein. Packt er die quer? Ist doch gar nicht. Oh, nee. Die Querdinger müssen weg. Und Bolter mitfahren? Sogar nicht. Auflädt. Beziehungsweise den Weg annehmen, ne? Deswegen ist das Förderband auch so hingestellt, dass er außerhalb beladen kann. Ne? Das klappt eigentlich ganz gut. Gut, aktuell ist kein Mist da. Ist auch so, ne? So, mal schauen, was er jetzt macht. Gehen wir gucken. So, was genau ist der Grund? Das kenne ich mir auch nicht aus, das ist aber experimentell. Das ist für den Entwickler sicherlich ganz nett. So, rotieren, B und entladen. Mhm. Gut. Keine. Hat nichts zu tun damit. Machen wir manuell. Setz mal. Und dann schicken wir los. Müssen wir mal gucken. Vom Preis her. Ob wir da noch eine andere Alternative haben. Außer hier die Futterproduktion. Nö, 1800. Da kann man nicht meckern. So. Auf geht's. Der Verkauf klappt ja. Nur was nicht klappt ist, ja, das Aufladen. Den Grund muss ich rausfinden. Wenn wir noch schnell eine Ladung Holz zum Säge wegfahren. Und dann bin ich auch für heute fertig. Und dann geht's vorbereiten. So. Das muss nochmal gedüngt werden, denke ich mal. Ja, wenn das gewachsen ist. Abgeerntet, das muss noch wachsen. So. Nochmal abladen, und zwar ganz blöd nach links oder so. Wieso kippt der jetzt so blöd hin? Gucken wir nach. 2. Ja, das ist ein bisschen komisch. Gut, dann mal so. Dann müssen wir halt ein bisschen fahren, ne? Ah, das
wird nicht klappen so richtig. So, das klappt. So. Position 1. Richtig. Ich muss dann hier alle mitschleppen. Das ist ja. Hauptsache, wir kriegen das bisschen hier mit. Das passt. Ja, beende und wir machen auch Befestigen der Ladung. Und dann fahren wir zum Sägewerk. Sägewerk könnten wir auch rechts. Nur rechts ist eine gute Sache. Der Milchpferde aktuell missbrauchen noch ein bisschen zum Aufladen. Also zum. Nicht zum Produzieren von Mist eigentlich. Ne? Die Tiere müssen ja auch Mist produzieren. Und wenn man so einen Tag voll durchspiele, kann ich mal sehen, ob ich da, wie viel ich da pro Tag verdienen könnte. Theoretisch. Weil Zuwachs kriegen und mehr Tiere und. Oh, das war gerade knapp. Oh. Oh, das war knapp. Poch, poch, das Herz, ne? Was um die Zeit? Ja, 0 Uhr, 18. Der hat vorher noch eine Serie angeschaut im Fernsehen, also hier im PC. Und ja, 5 Flicks heißt das Ding. Von Tele5. Da kann man sich die Serien entsprechend anschauen. Und man muss dann nicht im Fernsehen drauf achten. Die Werbung ist auch kürzer. Beziehungsweise läuft nicht. Also lädt nicht, also dann kommt ein ganz kurz so ein schwarzer Bildschirm. So ein paar Minuten, also nicht mal eine vielleicht. Und dann geht's weiter, ne? Ich habe überlegt, die Folgen aufzunehmen, aber das ist Quatsch. Ich kenne die ja alle schon. Aber es wäre technisch möglich, ne? Blinke! Jo. Mit der FPS-Zahl ist hier auch, naja, ich sag mal, ja, 30, hat er wieder auf 30 eingestellt. Das ist immer ganz komisch, normalerweise müsste er hier auf 60 sein, ne, so. Liegt aber irgendwann mit dem, weiß ich genau, ob das mit dem Rechner hängt oder mit den Treiber oder mit dem Programm zum Aufnehmen. Weiß ich nicht genau. Sehe nichts. So. Zwei Räder sind fertig. Das mal fahre ich hier ein bisschen dichter ran. Die können mir zurückstoßen. Naja, je kleiner die Dinger sind, umso besser ist es ja, ne? So. L und die Richtung ändern mit O und Ablan. Macht er auch wieder quer. Gut, da haben wir genug. Warum willst du nicht runter? Das Holzbalken ist voll, das ist mir ganz blöd. So, einmal ganz kurz einen Balken geschleudert. So, Holzbalken, das ist mir bescheiden, weil die nutzen den. Blockieren den Platz. Das Lager für Holzbalken ist ein bisschen klein. Das Sägewerk stellt die Produktion ein, wenn die Dinger entsprechend vollgepackt sind. Ne? So, der packt er den weniger Fläche, also mengenmäßig, den packt er nach vorne hin, ne? Ungünstig. Die kann man ja verkaufen, bitte. So, eine neue produzieren.
So, dann mal gucken, wo die Paletten bringe. Und zwar erstmal probeweise so behandeln. Ne? Oder ich kaufe mal einen Stapler, ne? Ein Stapler, genau. Hier gibt es ja einen Stapler drin, diverses. Die Holme habe ich auch noch da. Mensch, die haben wir noch nie genutzt. Also braucht kein GPS, ne? Den wollten wir probieren. Den muss ich nur entsprechend mal sehen. Die hinkriege am besten mit LKW und Transporter. Der wird noch zeigen und dann ist auch Schluss für heute. Das ist praktisch. Kann ich mit dem Joystick machen. Geht auch weiter. Nee. Gut, das soll es auch schon vor dir gewesen sein. Also original kann man die noch nicht zurecht kriegen. Ne? Bretterpaletten natürlich besser. Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao. Dickes Dankeschön. Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier die Kübeln. Und da werde ich meinen Tieflader mir im Hof nehmen. Durch die alle haben. Und dann werden wir eben entsprechend zum Sägewerk fahren. Dafür ist er ganz gut geeignet. Dann können wir das Fallband auch gleich mitnehmen. Später fürs Silo für BGH, ganz gut. Oder für ein anderes Silo halt. Ne? Ja, tschüss, winke winke. Und bis dann und tschüss und ciao.